geht jetzt um eine Frage, die manche Leute für völlig überflüssig halten und andere halten die gleiche Frage für die wichtigste der Welt. Allein schon, dass diese Frage so umstritten ist, macht sie interessant. Sie lautet: Was ist Deutsch? Was ist Deutsch? Auf diesen Titel hört ein 1000-seitiges Buch, verfasst von Dieter Borchmeier, Professor Dieter Borchmeier, emeritierter Professor in Heidelberg, Germanist. Und insofern die Germanistik vielleicht die Wissenschaft vom Deutschen ist, kann man vielleicht tatsächlich sagen, dass diese 1000 Seiten, dieses Was ist Deutsch, eine Art von Summe eines Gelehrtenlebens sind. Jedenfalls habe ich das so empfunden beim Lesen. Herzlich willkommen, Dieter Borchmeier. Die Frage habe ich jetzt schon genannt, oder den Titel Ihres Buches. Ich habe noch nicht genannt den Untertitel. Der Untertitel lautet: Die Suche einer Nation nach sich selbst. Wenn man diese beiden Zeilen, Titel und Untertitel, hintereinander liest, Herr Borchmeier, dann wirkt das so, als sei der Untertitel die Antwort auf die Frage: Was ist Deutsch? Die Suche einer Nation nach sich selbst. Ist das die Antwort? Nein. Ich würde sagen, nein. Der Obertitel stand auch immer fest. Und über den Untertitel haben wir lange mit dem Verlag diskutiert. Und letzten Endes war das der Vorschlag des Verlags, es so zu nennen. Mein Untertitel sah ursprünglich etwas anders aus, aber ich habe ihn natürlich akzeptiert. Das hat mir eingeleuchtet. Aber es ist Sie können ja mal verraten, was Ihr Untertitel gewesen wäre. Ja, ich weiß nicht, ob ich da ein Verlagsgeheimnis breche, aber mein Lektor, Herr Pöllmann, schaut so freundlich, dass ich es doch darf. Mein Untertitel hieß Wandlungen einer Identitätssuche. Ei, okay, ich finde die Suche einer Nationalsache sich selbst auch besser. Ja, natürlich, verlegerisch ist er sicher besser, aber Sie sehen, dass der Begriff der Nation nicht vorkam in meinem eigenen Titel. Ja. Und das ist schon bezeichnend. Deshalb ist der Untertitel nicht die Antwort auf die Frage. Denn die Frage, was ist Deutsch, ist nur sehr bedingt eine nationale Frage. Das versuche ich darzustellen. Fange ich mal einfach mit einem Zitat an von Schiller. Vielleicht auch von Goethe, eine Hälfte vielleicht Schiller, eine Hälfte Goethe, man weiß es nicht, aus den Xenien, Deutschland. Und beide sind dafür verantwortlich. Beide sind dafür verantwortlich. Deutschland, wo liegt es? Ich weiß das Land nicht zu finden. Wo das Gelehrte beginnt, hört das Politische auf. Nicht? Damit ist zum Ausdruck gebracht, dass es eine Differenz, eine Inkongruenz gibt zwischen dem geistigen Deutschland, dem intellektuellen Deutschland, das ist mit gelehrt gemeint, und dem politischen Deutschland. Und dann gibt es ein benachbartes Xenion, das heißt, zur Nation euch zu bilden, ihr hofft es Deutsche vergebens, bildet dafür freier zu Menschen euch aus. Und das zeigt, dass für Goethe und Schiller das Deutsche nicht mit dem Nationalen identisch war, sondern dass es eine metanationale Kategorie ist. Und nicht zuletzt von diesen beiden Xenien hat dann später der bedeutende Historiker Friedrich Meinecke die Unterscheidung getroffen zwischen Kulturnation und Staatsnation, weil eben beides in Deutschland nicht identisch ist. Wenn Sie nach Frankreich gehen und sagen, würden einen Franzosen fragen, ob er sich als einen staatsnationalen Menschen oder einen kulturnationalen Menschen vorstellt, der würde gar nicht begreifen, wovon Sie reden, weil das einfach immer zusammengefallen ist, aber in Deutschland eben nicht, weil es mal das Heilige Römische Reich deutscher Nation gab, aber das war eben, dazu gehörten eben viele verschiedene Völker mit vielen verschiedenen Sprachen. Und dann verfiel dieses Heilige Römische Reich, war dann nur noch ein lebender Leichnam, bis es dann 1806 endgültig mit ihm vorbei war. Dann gab es nur dieses kleinstaatlich zersplitterte Deutschland. Und erst 1871 bildete es sich für wenige Jahrzehnte mal als Nation aus.
Da, es ist tatsächlich so, dass, dass Deutsch und Nation nicht immer unbedingt zusammengehören. Und daraus, das wurde von vielen natürlich als großer Nachteil empfunden, aber von anderen geradezu als ein besonderer Vorzug der Deutschen. Das geht so weit, dass Ludwig Börne, bezeichnenderweise ein jüdischer Autor, gesagt hat, der Franzose ist nur Franzose, der Engländer ist nur Engländer, der Deutsche allein ist Mensch. Wie hat er das gemeint? Er hat gemeint, dass eben als das Deutschsein mit dem Nationalen nicht zusammenfällt. Und das war auch gerade eben für die Juden in Deutschland ungeheuer wichtig, weil sie sagten, wenn zum Deutschland gehören wir genauso dazu. Das ist auch unsere Qualität. Und gerade Heine war das, hat diesen Gedanken vertreten. Also es war immer so, dass im 18. Jahrhundert und bis weit ins 19. Jahrhundert, dass das Deutschsein eine kosmopolitische Qualität war. Ja. Und da zum Musterbeispiel ist natürlich Goethe, der dann ja auch die Idee der Weltliteratur in seinen letzten Lebensjahren konzipiert hat, ein Begriff, der von ihm kommt, weil er eben sagt, die Nationalliteratur, das ist passé, jetzt ist es an der Zeit für eine Weltliteratur. Bevor wir das noch vertiefen, dieses Auseinanderfallen von Deutsch und Kosmopolitismus oder so, ja, ja. Also von Nationalem und Weltbürgertum, würde ich ganz gerne nochmal Folgendes fragen. An dem, was Sie jetzt zitiert haben, Goethe, Schiller, Meinecke, Börne, an dem, was Sie skizziert haben, das Heilige Deutsche Reich, das Heilige Römische Reich, Deutsche Nation. Kann man jetzt schon ganz gut erkennen, wie Sie vorgehen, historisch nämlich. Also Sie gucken ganz tief in die Geschichte, Kulturgeschichte, politische Geschichte, Literaturgeschichte, Musikgeschichte. Tief in die Geschichte heißt, naja, so 250, 300 Jahre zurück. Wenn man grob ist, dann lassen Sie Ihre Geschichte beginnen mit der Weimarer Klassik, eben Goethe und Schiller. Und trotzdem trägt sie ja jetzt nicht einfach nur die Liebe zur Geschichte an sich, oder das ist keine antiquarische Geschichtsschreibung, ja, sondern Sie haben eine ganz starke These, nämlich, dass es eine total aktuelle Frage sei, was ist Deutsch? Das kann man im Buch ganz gut an den Randkapiteln erkennen. Was, Herr Borchmeier, ist aktuell in der Frage, was ist Deutsch? Ja, also ich möchte behaupten, Sie haben ja vorhin sehr schön gesagt, dass es die Summe eines gelehrten Lebens ist. Das ist es wirklich. Aber die Aktualität ist dem Buch gewissermaßen hinter seinem Rücken zugewachsen. Denn zum Beispiel die Flüchtlingskrise, im Wesentlichen hat das Buch schon gestanden, als sie ausbrach. Aber die, mir ist die Wichtigkeit dieser Frage ist mir deutlich geworden, als dann plötzlich eben diese Frage stellte, was machen wir mit den vielen Flüchtlingen in Deutschland? Und dann kam plötzlich diese neue rechte Bewegung, nicht? Die sagen, dass wir müssen uns darauf besinnen, deutsch zu sein, und wir müssen das Fremde ausschließen und weiter. Und da habe ich mir gedacht, die Leute, die wissen ja gar nicht, was Deutsch eigentlich ist. Denn wenn sie das wüssten, dann würden sie so nicht reden. Denn das ist immer bei allen, die das Deutsche definiert haben, von Wagner bis Adorno, die haben immer diese inklusive, metanationale, europäische, also inklusiv, ja, einschließend, Welt, nicht ausschließend, inklusiv, einschließend, also diese Weltläufigkeit des Deutschen hervorgehoben. Und es passt absolut nicht zum Begriffsbestimmung des Deutschen, jemanden auszuschließen. Nicht? Und das schien mir besonders, das ist die Aktualität, die dem Buch zugewachsen ist. Und dann habe ich ja auch eine Reihe von Autoren berücksichtigt und zitiert, die eben aus einem anderen Kulturbereich kommen und in Deutschland leben, wie vor allem mein großer Gewährsmann Sava Senocak. Das ist ein türkischer Schriftsteller von Haus aus, der aber in Deutschland aufgewachsen ist und der Deutsch schreibt. Warum sagen Lyriker Sie deutscher Schriftsteller?
Ja, er sieht sich ja so. Also er sieht sich sowohl als Türken als auch als Deutschen. Sein letztes Buch heißt Deutsch sein, dass sie auch intensiv Das Buch heißt besprechen. Deutsch sein. Ne? Ein türkischer, also von der Abstammung her türkischer Autor, der ein Buch schreibt über Deutsch sein. Und er sagt, dass Deutsch sein, und er ist natürlich hochgebildet, kennt sich in der ganzen Tradition aus, sagt, dass Deutsch sein war eben immer eine einschließende Größe. Und die gerade keine andere Nation hat so viel Rüstzeug, geistiges Rüstzeug in sich, um gerade das bisher Fremde in sich einschließen zu können. Und er sagt, es kann nicht mehr so eine monolithische Vorstellung von Identität geben, sondern was hat er noch gesagt? Das Haus der Nation muss viele Eingänge haben. Und das ist also ein wunderbarer Essay, und der hat mich doch sehr bestärkt in meinen Ansichten. Und ich finde, die große Gefahr in Deutschland ist, dass man so gebannt ist von der furchtbaren Geschichte Deutschlands seit 1933, aber teilweise eben auch leider schon vorher, dass man vergisst, dass es doch ein ganz anderes Deutschland gegeben hat. Und jetzt haben Sie gerade Savas Sinuçak genannt, ja, und haben bei ihm vor allem mitgenommen, dass das Haus viele Eingänge haben, genau, können muss. Ein anderer deutscher Autor, der Wurzeln auch woanders hat, ist Navid Kermani, ja, den Sie intensiver besprechen. Was haben Sie da mitgenommen aus dessen Werk? In der Tendenz sind beide ja sehr verwandt. Nun, der eine kommt aus Persien, der andere aus der Türkei, aber beide sind ja eine ganz ähnliche, vertreten ganz also, ähnliche Ansichten. Wobei der Herr, der aus Persien stammt, auch in Deutschland geboren ist. Der ist in Deutschland geboren. Ja, der Sinuçak ist vielleicht mit 3 oder 4 Jahren nach Oberbayern gekommen. Also so groß ist der Unterschied nicht. Aber Kermani, der ist ja nun Wissenschaftler, und der kennt sich natürlich glänzend aus in der deutschen Geistesgeschichte und beruft sich ständig auf Goethe und Lessing vor allem. Und dieses Zitat von Börne, ehrlich gesagt, das habe ich bei Kermani gefunden, nicht? Das kannte ich nicht. Also das sind ganz ähnliche Ansichten. Und es ist aber, was ich so ein bisschen traurig finde, das sind also nun Autoren, die kommen nicht aus Deutschland, aber die kennen die große deutsche Tradition, und die wissen ganz genau, was für wunderbare kosmopolitische, weltbürgerliche Traditionen in Deutschland sind. Und Und aus denen kann man doch das geistige Rüstzeug gewinnen, um eben solchen Auswüchsen, Rechtsextremen und am Schmutzrand unserer Gesellschaft begegnen. Nicht? Und ich hoffe, also ich hatte, wie ich das Buch dann mehr und mehr zum Abschluss brachte, so eine Art von missionarischem Gefühl gehabt, dass das Buch so wichtig ist, weil es eigentlich die besten deutschen Traditionen wachruft, und dass man diese besten deutschen Traditionen aufrufen kann und als geistiges Gegenmittel einsetzen kann gegen das, was sich leider heute bei uns an den Schmutzrändern der Gesellschaft abspielt. Wenn man Ihnen so zuhört, bis jetzt zumindest, dann könnte man glauben, dass Sie uns Lesern einfach nur so eine Art von Weltbürgertum, Kosmopolitismus empfehlen wollen, ja, unter dieser Flagge. Fast alle Namen, die Sie bis jetzt genannt haben, kann man da auch einsortieren. Goethe und Schiller einerseits, Sinuçak und Kermani andererseits, also heute. Alles so ein schönes Weltbürgertum, dass Sie den Pegida-Leuten oder AfD-Leuten irgendwie den braunen Rand, den Höckes dieser Welt entgegenhalten können. Ganz so ist mein Eindruck nach der Lektüre Ihres Buches nicht, ehrlich gesagt. Denn also ein wichtiges Kapitel nennt sich, glaube ich, Phänomenologie des Deutschen. Und da haben wir ein großes Panorama von Zuschreibungen dessen, was dann da deutsch sein soll. Ja. Und zwar sowohl von Leuten, die nicht deutsch sind, Tacitus in der Antike bis Madame de Stael, genau, ein wichtiges Kapitel über Madame de Stael. Und dann aber auch all die ungezählten deutschen Geistesgrößen, die auch versucht haben zu definieren, was
Hochdeutsch sei. Also ja. Ich nenne jetzt mal nur ein einziges Beispiel eines ihres Lieblingsdeutschen, glaube ich. Deutsch sei eine Sache um ihrer selbst willen zu tun. Ja. Richard Wagner. Mhm. Ja, was muss ich denn jetzt fragen? Erstens, was machen Sie mit all diesen Definitionen von Deutschtum, also all diesen ungezählten Versuchen zu sagen, was denn jetzt Deutsch ist, das, diesen Pudding an die Wand zu nageln. Ja. Haben Sie das geschafft, das an die Wand zu nageln? Und ja, vielleicht erstmal da. Also die anderen Fragen schiebe ich auf. Gut, also bisher, das haben Sie richtig gesagt, wirkt es so, als würde ich, sei ein, mein Buch eine große Werbung für die Weltbürgerlichkeit. Wogegen ich gar nichts hätte. Nein, sicher nicht. Aber diese deutsche Weltbürgerlichkeit hat auch ihre Schattenseiten, gewaltigen. Das können wir vielleicht noch ein bisschen aufschieben, weil ich unmittelbar auf das eingehen will, was ich jetzt sagen. Ich verzichte in meinem Buch auf eine für alle Zeiten mögliche Definition des Deutschen. Das geht einfach nicht. Deshalb dachte ich, der Untertitel ist die Antwort, die Suche einer Nation. Ja, die Suche. Und das stand ja auch in meinem eigenen ursprünglichen Titel drin. Wandlung einer Identitätssuche. Es ist eine Suche, die nie zum Abschluss gekommen ist. Und Nietzsche, der ja auch einer meiner großen Gewährsleute ist, hat gesagt, man muss nicht fragen, man darf nicht nur fragen, was ist Deutsch. Über die Frage stellt er auch immer wieder. Ein ganzer Aphorismus, langer Aphorismus von ihm aus Menschliches, also Menschliches, trägt auch diesen Titel, sondern was ist jetzt Deutsch? Und er sagt, diese Frage muss immer neu gestellt werden und natürlich durch neue geschichtliche Erfahrungen, neue Eindrücke, wird die Frage immer neu beantwortet und muss immer neu beantwortet werden. Deshalb kann es keine klare Antwort geben darauf, das ist nun Deutsch. Aber wiederum ist aber Nietzsche so ein Meister auch der äußerst klaren Sätze manchmal. Ja, ja. Einer, den ich mir gemerkt habe, heißt ungefähr, gut Deutsch sein heißt sich entdeutschen. Bei ja, Nietzsche. Das hat auch Thomas Mann aufgegriffen, der ja nun der Hauptgewährsmann meines Buches ist. Denn entdeutschen, das heißt, man muss von bisherigen Vorstellungen, was Deutsch ist, abkommen. Das Deutsche muss ein Wesen sein, das sich immer neu transzendiert und immer neu bestimmt. Und das ist mir natürlich ganz wichtig. Und dass ich eine Abfolge, also das, was ich Phänomenologie des Deutschen nenne, eine Abfolge von historischen Bestimmungen des Deutschen, das ist mir ganz wichtig. Aber nennen Sie da doch mal ein paar Beispiele. Eins haben wir jetzt gesagt, ja. Deutsch sei eine Sache um ihrer selbst willen. Ja, also dieses, das, was Sie sagen, Deutsch sein heißt eine Sache um ihrer selbst willen tun, das stammt von Richard Wagner. Allerdings hat er viele Vorgänger, die fast dasselbe schon gesagt haben. Also bei Friedrich Schlegel findet sich das, bei Karl Maria von Weber und anderen Fichte. Das also... Dass Deutsche seine geistige Kultur eine autonome Kultur ist. Wagner leitet diese Bestimmung des Deutschen unmittelbar ab von Kants Bestimmung des Schönen. Das Schöne ist das, was ohne Interesse und ohne Begriff gefällt. Also die Autonomie des Schönen ist die Grundlage dieser Bestimmung des Deutschen. Und diese Formulierung ist wirklich unglaublich verbreitet gewesen im 19. und 20. Jahrhundert. So viele haben dann gar nicht mehr gewusst, wo die eigentlich herstammt. Aber in dieser Formulierung stammt sie von Wagner. Und auch Adorno bezieht sich in seinem Essay Was ist Deutsch? Auf diese Formel. Und er als Wagner-Experte weiß natürlich, dass sie von Wagner stammt. Und dann sagt er... Und da kommen wir auch auf die Schattenseite der deutschen Weltbürgerlichkeit. Er sagt, da drin steckt ein Stück kollektiver Narzissmus und ja, es hat einen imperialistischen Oberton, weil es nämlich so aussieht, als wären nur die Deutschen so eingestellt. Und aber dann macht er eine Kehrtwendung und sagt, trotzdem der Kern dieser Bestimmung ist wahr. Und dann sagt er selbst, ich bin deswegen aus der Emigration nach Deutschland zurückgekommen, weil ich den Eindruck hatte, dass in Deutschland, anders als in Amerika, das geistige Leben
für sich selbst steht, einen autonomen Charakter hat, dass es nicht von Nützlichkeitszwängen, vom Kapitalmarkt bestimmt ist, wie vielfach in Amerika. Und das war ihm also ganz wichtig. Und wenn man sich die deutsche Universität anschaut, das ist ja auch bei mir ein großes Kapitel über die Tradition der deutschen Universität. Die Universität ist die gewissermaßen die institutionelle Verwirklichung dieses Satzes. Denn alle großen Universitätsphilosophen, und das Merkwürdige ist ja, dass in Deutschland die großen Philosophen fast alle an der Universität gelehrt haben und auch Philosophien der Universität entwickelt haben. Und da ist immer diese Autonomie der Wissenschaft, Freiheit der Wissenschaft als Autonomie der Wissenschaft, die von keinen äußeren Ansprüchen gelenkt werden darf. Das ist die Grundidee der deutschen Universität. Das entspricht also ganz dieser Formel von Wagner. Aber wir dürfen, glaube ich, nicht zu sehr nur bei den positiven Seiten stehen bleiben, denn es gibt... Ja, ich wollte es gerade ansprechen. Man kann über die Frage, was ist Deutsch, nicht sprechen, ohne über den Nationalsozialismus zu sprechen, den Exzess des Nationalismus, über den Massenmord an den Juden. Ja. Auch dem Verhältnis zwischen Deutschen und Juden widmen Sie... eine ganze Studie eigentlich oder ein Kapitel, das man in sich lesen kann, mit einer, also ich würde es schon These nennen, mit einer überraschenden These, es habe über all die Jahrhunderte eine Liebesgeschichte gegeben zwischen Deutschen und Juden, in der Auschwitz natürlich ein Punkt ist, der alles zerstört hat. Können Sie das mal ein bisschen erklären, was Sie meinen mit Liebesgeschichte? Ja, also man muss sich mal überlegen, die deutsche Kultur ist eigentlich eine Spätgeburt. Im 18. Jahrhundert plötzlich tritt das Deutsche in die Welt ein. Deutsche Dichtung bis zum 18. Jahrhundert hat das kein Mensch ernst genommen. Plötzlich wird das Deutsche Weltliteratur. Dann kommt dieser Siegeszug der deutschen Musik. Und dann kommt der Siegeszug der deutschen Philosophie. Plötzlich ist Deutschland eine geistige Weltmacht geworden. Und das fällt zeitlich zusammen mit der jüdischen Emanzipation in Deutschland, die man so, wenn man eine Person, das an einer Person mal festmachen kann, Moses Mendelssohn, nicht? Der sich plötzlich die Juden aufforderte, aus ihrer Isolation herauszutreten, die deutsche Sprache zu lernen und an der deutschen Kultur Anteil zu nehmen. Und dann übersetzte er bezeichnenderweise die Bibel ins Deutsche. Das war dann die Zeit der Emanzipation des Judentums. Die fielen zeitlich fast zusammen, Emanzipation der Deutschen und Emanzipation der Juden. Aber vielfach waren die Juden dann die führenden Kräfte in dieser Emanzipation. Und sahen sich eben als aufgrund des Bildungsgedankens, der für die deutschen Juden eine Rolle gespielt hat, die er in den anderen Ländern nicht gespielt hat, sahen sich die deutschen Juden wirklich als Bestandteil der deutschen Kultur. Und daraus entwickelt diese totale Identifikation mit der deutschen Kultur, die aber über Deutschland weit hinausgeht. Das ganze osteuropäische Judentum, das die Nazis dann vernichtet haben, diese undeutschen Nazis haben eine riesige Provinz deutscher Kultur in Osteuropa vernichtet. Diese Identifikation, das war eine wirkliche Liebe. Und das Wort Liebe wird auch von jüdischen Autoren immer wieder verwendet. Dieses Kapitel über Deutschtum und Judentum ist vor allen Dingen aus der Perspektive eben deutsch-jüdischer Autoren geschrieben. Und nur das Traurige war, dass sich die Juden vielfach vorstellten, die Deutschen lieben sie genauso wie sie die Deutschen. Das war aber leider nicht der Fall. Es war eine einseitige Liebesgeschichte. Und ich habe das verglichen mit der Philine in Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre, die in den Wilhelm Meister verliebt ist, aber er nicht in sie. Und ihm ist das lästig,
Und dann sagt sie zu ihm, wenn ich dich lieb habe, was geht's dich an? Ne? Und das ist so diese, das, ich finde das so ein bisschen das Verhältnis der Juden zu Deutschland. Und dann diese grenzenlose Desillusionierung 1933, die viele Juden einfach überhaupt nicht begreifen wollten, auch über 1933 hinweg. Nicht? Diese unglaubliche, unfassbare Katastrophe, nicht? Das ist einfach etwas Furchtbares. Nicht? Zu diesem Thema, das Verhältnis deutsch und jüdisch alleine schon, empfiehlt sich sehr die Lektüre dieses Buches. Ich hätte noch eine Frage, eine letzte Frage, leider eine große, mit der Bitte um eine sehr kurze Antwort. Ja. Wenn Sie haben es gerade erzählt, auf diese Frage, was ist Deutsch, gar keine Antwort geben, also eine Definition verweigern. Wenn Sie eine gewisse Neigung dazu haben, das Einschließende am Deutschen gut zu finden, warum halten Sie dann überhaupt noch an dieser Frage fest? Also warum lässt man die Frage nicht einfach sausen? Also warum beschäftigt man sich nicht mit dem Menschen statt mit dem Deutschen? Ja, es ist natürlich doch nicht so, dass ich überhaupt jede Antwort verweigere. Und gerade aufgrund der Tradition, die ich dargestellt habe, die allerdings, und wenn ich das wenigstens kurz sagen darf, einen gewaltigen Schatten wirft, weil nämlich das auch oft so diese Weltbürgerlichkeit auch oft zur Überheblichkeit geführt hat, sich glauben, man ist was Besseres als andere Nationen, weil man so weltbürgerlich denkt. Das hat Thomas Mann gesagt, nicht, dass das den Deutschen immer wieder das Beste zum Bösen umschlägt, dieses Umschlagsphänomen, das ist mir auch ganz wichtig in dem Buch. Aber natürlich hat Deutschland, wie steht Deutschland heute da? Deutschland ist zum ersten Mal in seiner Geschichte, möchte ich behaupten, das, was es immer gerne sein wollte und nie gewesen ist, nämlich das Volk der Mitte, geografisch, dass es eine Mitte ist zwischen Ost und West, dass es eine Mitte ist zwischen dem Nationalen und dem Europäischen. Und das ist ja doch heute das Kernproblem für uns. Und ich glaube, dazu wäre dieser Kerngedanke der heutigen Politik, der wäre nie möglich gewesen, wenn nicht diese gewaltige Tradition im Hintergrund stünde, über die wir gesprochen haben. Was ist Deutsch? Die Suche einer Nation nach sich selbst. Tausend Dank fürs Gespräch, Dieter Borchmeier.